Willkommen zu einem neuen Video. Ja, der junge Mann hat sich noch was Gutes gegönnt. Ich habe ihn, oder wir haben zusammen, er wollte einen neuen Rasenmäher haben, wollte auch nicht mehr hinterherlaufen. Und dann sagt er, wie sieht es denn aus mit dem Rasentraktor? Jetzt haben wir einen Stieger Rasentraktor geholt. Kombi 1066 HQ. Gut für die Bezeichnung. Kombi, weil er kompakt ist. 66 cm ist die Schnittbreite. HQ vermute ich einfach mal, dass das, er hat jetzt keine Schaltung, sondern dieses Hydro-Startgetriebe. Das Teil kam auf Palette. War natürlich nur halb zusammengebaut. Wir fangen am besten an. Das Teil stand auf der Palette alles. So, dann mussten wir für das Lenkrad kommt hier eine Stange rein, die wird verankert. Dann kommt die Verkleidung drauf, eine Muffe, Lenkrad drauf festschrauben und dann hier die Kappe drauf. Dann war diese Geschichte erledigt. Der Sitz, ihr müsst da einmal hier diese Schiene draufschrauben. Hier drunter ist die Abdeckung, hier ist der Motor. Hier müsst ihr auch Öl auffüllen, Batterie ist mit dabei für den E-Starter und das dazugehörige Ladegerät, alles mit dabei. Warum ich dieses Video mache, es gibt leider, also ich habe es nicht gefunden, kein Video, wo dieser Rasentraktor mal auf Deutsch vorgestellt wird, und da habe ich gedacht, mache ich mal so ein kleines Bit davon. Was ihr auch zusammenbauen müsst, ist dieser schöne große Pfannkorb. Ja, das ist ein bisschen tricky, sind ein paar viele Schräubchen, ein bisschen hin und her schieben das Ganze und hier einrasten, aber das ist auf der Bedienungsanleitung sehr gut beschrieben. Was noch dran muss, ist hinten dieses Blech, das müsste auch noch dran geschraubt werden. Dann haben wir wir noch eine Anhängerkupplung dran gebaut. Für den Fall, falls er mal doch mal einen kleinen Anhänger sich dabei kaufen möchte. Einen tollen Bedienhebel haben wir hier. Und zwar, wenn der Rasentraktor steht, könnt ihr den nicht so hin und her schieben. Schaltet ihr den um, ist das Getriebe freigelegt und ihr könnt den schieben. Zum Fahren müsst ihr ihn aber wieder umlegen, damit das Hydrostartgetriebe wieder schaltet. Hier hinten ist der Auswurf, da gibt es noch mit dabei ein Mulchgerät, das steckt ihr hier rein und dann könnt ihr auch mulchen. Zudem, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, auf den Rasen einzufangen, könnt ihr hier auch noch den Auswurf aktivieren, schmeißt euch den Rasen raus. Fangkorb ist eigentlich ganz einfach. Hier sind die beiden Haken. Einfach einhaken. Und schon ist das Ding fertig. So, kommen wir jetzt zum Starten. Hier gibt es also keinen Benzinhahn. Hier habt ihr einen Zündschlüssel. Hier habt ihr Gas, Schildkröte. Hier habt ihr die Bremse. Vorwärts, rückwärts. Hier ist die Feststellbremse. Die aktiviere ich, muss erst die Bremse treten. Feststellbremse festhalten und den loslassen. Ja, super. So, und loslassen. Und schon ist die Bremse aktiviert, kann ja auch nicht wegrollen. Drauf treten, Bremse hat sich gelöst. Kommen wir zur anderen Seite. Hier haben wir die Höhenverstellung des Mähwerks. Ganz oben, ganz unten. Meistens schneiden wir in der zweiten Position. Dieser Hebel schalte ich das Mähwerk ein. Also ich habe keine Magnetkupplung, wo ich Knöpfchen drücke und dann schalte das Mähwerk ein, sondern ich betätige diesen Hebel. Dann schalte das Mähwerk ein. Habt ihr das Mähwerk eingeschaltet und ihr wollt dann rückwärts fahren,
geht euer Rasentraktor aus. Warum? Sicherheit. Also, wenn ihr hier rückwärts fahrt und das Mähwerk ist an, geht das Ding aus. Wie könnt ihr das ändern? Erst drückt ihr diesen Hebel in den Fuß und dann rückwärts und schon fährt euer Trecker mit Mähwerk an, rückwärts. Ihr müsst den nur so lange betätigen, wie lange ihr rückwärts fährt. Ist der Rasentraktor an, egal ob mit Mähwerk oder ohne, sobald ihr den Sitz oder absteigt vom Rasentraktor, ist der aus. Sicherheit. Hier hinter diesen Federn ist ein Schalter und der ist sofort der Unterbrecherkontakt zum Motor. Macht Sinn. Also, wenn ihr das Teil ausmachen wollt und absteigen wollt, dreht doch einfach den Schlüssel wie beim Auto um und schon ist der Rasentraktor auch aus. So, jetzt werde ich euch das Ganze mal einmal demonstrieren. So, Schlüssel umlegen, Bremse treten und an ist er. Hier gibt ihr Gas. So, rückwärts fahren, auch kein Problem. Vorwärts fahren. Geben wir mal ein bisschen Gas. Ich mache das Mähwerk mal gerade ein bisschen höher, weil wir sind da hier auf den Steine. Ein bisschen Gas geben. So, und hier schaltet ihr jetzt das Mähwerk ein. So, wenn ihr jetzt rückwärts fahren wollt, dann geht er aus. Merkt ihr schon? So, jetzt drücke ich den Hebel noch. Und dann? Und schon könnt ihr vorwärts fahren, rückwärts fahren. Vorwärts fahren sowieso, aber nicht rückwärts. So schalte ich das Mähwerk wieder aus. Und Gas zurück. Dann könnt ihr schön damit spazieren fahren. Wenn ihr loslässt, hält er auch sofort an. Also ihr braucht nicht fahren und dann in die Eisen, sondern sobald ihr den Hebel loslässt, hält der Rasentraktor auch an. So, jetzt demonstriere ich euch das mal. Jetzt steige ich ab. Und was seht ihr? Das Ding geht sofort aus. Der Unterbrecherkontakt ist jetzt geschaltet. Also mache ich doch einfach so. Wenn ich jetzt aushaben will, mache ich den Trecker aus und kann dann absteigen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Auch hier der Tank, 4 Liter passen da rein. Luftdruck, also da sind unterschiedliche, also 2 Reifengrößen angegeben. Diese Reifengröße, die wir jetzt hier drauf haben, ist der Luftdruck 1,2 bar. Vorne und hinten. Das haben wir so gelassen. Er ist sehr wendig. Ist eine schöne Sache, weil ihr nicht mal dieses zurückschalten müsst, vorwärts schalten müsst. Deswegen hatten wir uns für dieses Hydrostart entschieden. Und jetzt macht ihm das Rasenschneiden auch richtig Spaß, weil er braucht nicht hinterherlaufen. Und das Schnittbild. Das Schnittbild ist auch viel, viel besser als wie mit einem normalen Rasenmäher. Man sieht es auch, also ich finde das ein tolles Teil. Und deswegen habe ich jetzt mal dieses Video gemacht für euch. Falls ihr auch mal an so einem Stieger 1066 HQ interessiert oder Interesse daran besteht, kann ich euch diesen Rasentraktor wirklich empfehlen. Wie gesagt, 66er Schnittbreite. Warum so schmal? Im Garten ist ein Türchen, das ist nur 80 breit, passt der locker durch. Und das war auch der Bestandteil, warum nur diese breite Anschnittgröße. Und von daher alles gut. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt es unten in den Kommentar. Macht's gut, bis dann, tschüss!